Eishockey ist die schnellste Mannschaftssportart der Welt und erfreut sich enormer Beliebtheit. Am Freitag waren wir in der Johnsdorfer Sparkassenarena und haben uns das Training der Young Panther angeschaut, die sich erst unlängst gegen ihre Rivalen aus Berlin durchsetzen konnten. Ich bin der Jakob. Ich bin der Willi. Ich bin der Nick. Ich bin der David. Ich bin der Lauren. Ich bin der Max. Ich bin der Charlie. Ich bin der Richard. Ich bin der Moritz. Ich bin Noel. Ich bin Alfred. Ich bin der David. Ich bin der Kapitän der Young Panthers aus Johnsdorf. Ich bin der Jakob. Ich bin der Assistenzkapitän der Young Panther. Und wir haben bis jetzt zwei Spiele gespielt quasi. Wir haben eins in Berlin haben wir 5-1 gewonnen, das andere haben wir 3-0 gewonnen. Ja, und bis jetzt läuft die Saison eigentlich ganz gut. Wir wollen den Meistertitel aus der U20 wollen wir verteidigen. Wir wollen wieder Meister werden und ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg dahin. Ronny, erzählst du uns was zu eurer Mannschaft? Also ihr seid heute zu Gast hier bei den Johnsdorfer Young Panthern. Das ist die U20. Die Jungs spielen die ODM zurzeit, das heißt die Ostdeutsche Meisterschaft. Da haben wir zurzeit Gegner sind Fast Berlin und der ETC Grimmitschau in einer Spielgemeinschaft mit Leipzig und Chemnitz, wenn ich mich nicht irre. Sind erstmal relativ gut gestartet in die Saison mit bis jetzt zwei Spielen gegen FAS Berlin. Einmal zu Hause und einmal in Berlin. Haben beide Spiele gewonnen. Haben natürlich noch viel Luft nach oben, da wir ja erst kürzlich aufs Eis konnten. Das heißt, wir durften erst ab Anfang Oktober aufs Eis und haben natürlich noch etwas Trainingsrückstand. Als Mannschaftsleiter bist du ja nicht gleichzeitig Trainer, oder? Verstehen wir das falsch? Nee, ich habe mit dem Trainer überhaupt nichts zu tun. Ich kümmere mich einfach um die Belange der Mannschaft. Das heißt, Terminkonferenzen, eigentlich die Mutti der Jungs. Der Trainer ist der Andreas Bresak. Der steht auch hier jetzt auf dem Eis. Und er kümmert sich dann um die Belange der Mannschaft, Training, Leistung und so weiter. Da habe ich nichts damit zu tun. Ihr macht das alles ehrenamtlich? Ja, wir machen das alles ehrenamtlich. Wir bekommen dafür nichts, außer ein Dankeschön ab und zu von den Kindern. Und mit mir, ich stehe ja natürlich alleine nicht da. Mit mir zusammen sind noch zwei Betreuer, weil ich alleine das gar nicht stemmen könnte. Die ganze Fahrerei und das alles, das ist immer der Ralf und der Carsten. Die Young Panthers, wie viele Jugendliche sind das und in welchen Altersklassen? Bei mir in der Mannschaft sind das die Jahrgänge 2003 bis 99. Also relativ weit gestreut, weil der Breitensport das einfach so hergeben muss. Und wir sind in der Mannschaft ca. 17 Spieler und zwei Torhüter. Und die Besonderheit ist, dass wir eine Spielgemeinschaft haben mit Niesky, wo uns Spieler aus Niesky unterstützen und auch Spieler aus der Tschechei. Wie viel Mal die Woche trainiert ihr? Also angedacht ist trainieren dreimal die Woche und am Wochenende dann halt die Spiele. Aber aufgrund der weit gestreuten Altersklasse ist natürlich Schule, Arbeit, kommt natürlich erschwerend hinzu, wo eigentlich nie immer die dreimal abgesichert sein können für den Jungs. Aber eigentlich ist es so geplant, dass jeder zweimal die Woche auf dem Eis stehen sollte. Wenn du als Mannschaftsleiter mal ein grobes Fazit ziehen könntest, bist du mit deinen Jungs zufrieden? Noch nicht ganz, ehrlich gesagt. Das schuldet sich aber durch den Trainingsrückstand. Die zwei Spiele, die wir gegen FAS gespielt haben, eins haben wir 3-0 gewonnen und das in Berlin haben wir 5-1 gewonnen. Da ist noch relativ viel Luft nach oben gewesen und ich hoffe, dass die Jungs den Rückstand schnellstmöglich aufholen. Das Ganze kostet ja auch ein bisschen Geld. Kriegt ihr da finanzielle Unterstützung? Also wir haben sehr viele Sponsoren, die hier im Hintergrund wirken, wo wir uns natürlich immer herzlichst bedanken, dass sie uns den Sport hier oben eigentlich erst ermöglichen.
Weil es kostet eigentlich viel Geld. Eishockey ist ein teurer Sport. Die Busse, mit denen wir nach den Auswärtsspielen fahren, kosten Geld. Der Diesel kostet Geld. Also es ist schon eine Stange Geld, die hier bewegt werden muss. Wo siehst du persönlich die Faszination in dieser Sportart? Also die Faszination ist einfach die Schnelligkeit, was auf dem Eis abgeht. Ja, auch die Schlägereien gehören manchmal dazu, sind aber kein Standard. Aber die Faszination ist einfach der Teamspirit, der hier auf dem Eis ist, wo 5 Spieler auf dem Eis, jeder für jeden kämpft und alles gibt. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dir für dich und deine Mannschaft bzw. für euren Verein was zu wünschen, was wäre das? Ich würde mir sehr wünschen, dass gerade in den unteren Regionen der kleinen Kinder viel hier hochkommt zum Eishockey, den Sport für sich entdecken, mit aufs Eis gehen und einfach Spaß haben. Und vielleicht, dass es doch irgendwann hier in der Eishalle etwas mehr Renovierung gibt. Die Bande ist über 20 Jahre alt und da ist schon viel zu tun, aber wir wissen, dass halt wenig Geld da ist. Nun hast du vor uns im Vorgespräch gesagt, es gibt derzeit ein bisschen Trouble mit dem ODM. Was steckt da dahinter? Also Hintergrund ist folgender, die ODM teilt sich auf in mehreren U's. Das geht bei 13, 14, 15, 16, 17 hoch bis zu der 20. Wo wir spielen, die 20 ist halt gemeldet gewesen mit nur 2 Mannschaften, das waren wir und Grimmitschau. Und dann die U17, da waren 3 Mannschaften gemeldet, das war Halle, Fast Berlin und Grimmitschau. Ja, und da haben wir einfach den Vorschlag gemacht, dass diese Ligen zusammengelegt werden, dass wir zumindest 4 Mannschaften sind, die da gegeneinander spielen können. Nun hat sich leider der große Deutsche Eishockeybund dazwischen geschaltet und hat gesagt, nee, das geht so nicht. Und jetzt bricht so langsam diese U20 auseinander. Halle hat bereits zurückgezogen. Das heißt, wir haben bis jetzt offiziell noch 8 Spiele. Das heißt, für Heimspiele und für Auswärtsspiele. Und das ist für eine Mannschaft, die den Weg nach oben sucht, auch dann später in dem Herrenbereich relativ viel zu wenig. Wenn jetzt jemand von denen, der das jetzt gerade sieht, ganz spontan Lust bekommt, selber mal Eishockey zu probieren, vielleicht mal eine Schnupperstunde oder vielleicht auch selber ins Training einzusteigen, an wen kann der sich wenden? Also ich würde da empfehlen, auf der Homepage der Panther nachzuschauen. Da dürfte ein Link sein, wo drin steht, wir suchen Nachwuchs. Es wird auch jeden Sonnabend, ich glaube von 9 bis 10 Uhr, hier das Eislaufen angeboten, wo ein Trainer da ist, der das beobachtet und auch den Kindern mithilft und alles Mögliche. Und so sind auch dann immer Leute da, die da Ansprechpartner sind.